Im April 2011 war ich aus beruflichen Gründen in Helsingborg und nahm diese Gelegenheit wahr für die erste Grenzüberquerung mit einem Bananaboot. Die Strecke beträgt etwa 4 Kilometer, hat starken Schiffverkehr und eine starke Strömung Richtung Norden. Ich musste auf einen entsprechend starken Nordwind warten, der die Strömung kompensiert, und dann wurde die Sache angepackt. Sonntag, der 10. April, 10.30 Uhr. Da drüben liegt Dänemark, etwa 4 Kilometer entfernt, und da will ich jetzt hin. Die Kamera ist am Heck befestigt an einer langen Metallstange, die ich jetzt aufrichte. Leider stelle ich erst nach der Überfahrt fest, dass die Kamera zu tief eingerichtet ist und deswegen zeigt sie nur das Boot und ein kleines bisschen Wasser. Die Überfahrt läuft eigentlich ziemlich reibungslos, nur als ich näher ans andere Ufer komme, stelle ich fest, dass die Strömung mich ein bisschen abgetrieben hat. Aber kein Problem, ich drehe das Boot nach Süden und der kräftige Nordwind bringt mich dorthin, wo ich eigentlich wollte. Etwa nach einer Dreiviertelstunde habe ich Dänemark erreicht und ziehe das Boot an Land. Hier mache ich erstmal ein paar Aufnahmen. Und schon haben Touristen aus China mein Boot entdeckt und wollen wissen, was das ist und sich fotografieren lassen. Nach einer Pause geht es dann gleich wieder zurück nach Schweden. Jetzt gibt es schon ein paar Schaumkronen auf den Wellen. Der Wind hat offensichtlich etwas zugelegt, aber immer noch unproblematisch. Diesmal ist meine Spitzengeschwindigkeit über 8 Stundenkilometer, während es auf der Hinfahrt nur knappe 7 waren. Nach etwa 40 Minuten bin ich wieder an meinem Ausgangspunkt in Schweden angekommen.